Heute machen wir mal für uns was völlig Verrücktes. Wir nehmen Dutch Oven und Spare Ribs. Ihr sagt wahrscheinlich jetzt da draus, Spare Ribs aus dem Dutch Oven, warum denn nicht aus dem Smoker? Weil da wissen wir, dass sie gut schmeckt. Das ist jetzt der ultimative Test. Wir haben noch nie Spare Ribs im Dutch Oven gemacht und das machen wir heute. Und welche Zutaten wir hierfür brauchen, die stehen auf dem Tisch. Aus dem Dutch Oven Spare Ribs braucht man natürlich richtig leckere Schälrippchen oder Baby Back Ribs genannt. Wir haben hier 6 Stück an der Zahl. Dann braucht man natürlich noch ein richtig leckeres Gewürz. Und dafür nehmen wir unsere Lieblingsgewürzmischung Magic Dust von Stay Spice. Dann brauchen wir eine rote Paprika, eine orange Paprika und 3 Zwiebeln. Und natürlich, wenn wir das im Dutch Oven machen, brauchen wir irgendwie eine flüssige Grundlage und die besteht aus Barbecue-Soße, ein richtig gutes regionales Bier, hier von Allgäuer ein Zwickel und ein bisschen Senf und Ahornsirup. Um das Ganze dann natürlich in den Dutch Oven zu packen, nehmen wir hier unseren Dutch Oven von Barbecue Toro. Und wie das Ganze im Dutch Oven funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Und ihr kennt es schon, von den Rippen müssen wir natürlich noch hinten die Silberhaut abziehen, weil die will kein Mensch. Die bleibt dann einfach nur zäh an den Zähnen hängen und das wollen wir nicht. Deswegen ziehen wir die jetzt ab. Wie das geht, wisst ihr wahrscheinlich. Wir zeigen euch das einmal. Die Rippe drehen wir einmal um. Dann nehmen wir uns jetzt hier den Stiel von einem kleinen Löffel und an einem Knochen fahren wir jetzt einfach ein bisschen unter die Silberhaut. Ziehen die so ein bisschen hoch und dann können wir entweder ein Tuch nehmen oder das mit den bloßen Fingern machen, das hinten ein bisschen festhalten, dass wir da nicht abrutschen und dann ziehen wir die in einem Stück einfach ab. Da haben wir die Silberhaut, die schmeißen wir jetzt weg und das machen wir noch mit den anderen 5 Ribs. Und jetzt werden wir einfach unseren Dutch Oven befüllen. Als allererstes nehmen wir den Deckel oben ab und machen die Soßengrundlage rein. Dafür nehmen wir einen halben Liter unseres Bieres. Ungefähr 10 Esslöffel von unserer Barbecue-Soße. 3 Esslöffel Ahornsirup. Und einen Esslöffel Senf. Jetzt kommt unten noch ein bisschen Gemüse rein, und zwar unsere Paprika und unsere Zwiebel. Jetzt stellen wir unseren Dutch Oven noch beiseite, weil wir noch eins vergessen haben. Wir müssen unsere Spare Ribs natürlich noch würzen mit dem Magic Dust Gewürz. Und das machen wir jetzt. Jetzt haben wir unsere Ribs gewürzt, unsere Soßengrundlage ist hergestellt. Jetzt müssen wir das beides noch vereinen und deswegen hauen wir es jetzt in den Dutch Oven rein. Dann kommen unten und oben ein paar Kohlen drauf für die mittlere Hitze und dann müssen wir eigentlich nur noch 2,5 bis 3 Stunden warten. Zwischendrin immer mal wieder schauen, ob noch genug Flüssigkeit drin ist. Ansonsten sehen wir uns nachher wieder zum Verkosten. Drei Stunden sind rum, der Manuel ist wieder da und jetzt werden wir den Dutch Oven öffnen. Also ihr habt gesehen beim Rausnehmen, da sind sie uns jetzt wirklich schon auseinandergefallen, also zart sind sie auf jeden Fall. Jetzt werden wir einfach mal diesen Fall of the Bone Test machen, indem wir mal versuchen, so einen Knochen hier rauszuziehen. Ja, also wirklich mega zart, ohne irgendwelche Kraftanstrengungen.
geht der Knochen einfach tadellos so raus. Und jetzt würde ich sagen, kommt der Manuel vor die Kamera und dann wird probiert. Und hier bin ich, der Mann mit dem guten Geschmack und der die Kamera gehalten hat heute. Das hat mir also nichts gemacht. Also was heißt nichts? Die Kamera halten ist die größte Verantwortung, weil wenn die nämlich nicht funktioniert, habt ihr da draußen kein geiles Rezept. Richtig. Habe ich schön umschrieben. Das hast du schön umschrieben. Und wenn ich nicht da gestanden hätte, hätte es auch nichts zu essen gegeben. So sieht's aus. Aber manche machen es ja nur mit einer Kamera, aber die Videos sind da meistens nicht so geil. Und jetzt würde ich sagen, jetzt nehmen wir uns einfach mal so ein Stückchen hier weg. Ja. Ich nehme das große Stück hier. Wie immer. Guckt euch das an. Guckt. Oh. Mega, also zart ist es. Also da gibt es gar nichts. Und das nach 3 Stunden. Boah, ist zart. Saftig ohne Ende. Mhm. Geschmacklich aber anders. Weil definitiv, das fehlt der Rauchgeschmack. Aber also sind mega, mega zart und saftig. Da gibt es überhaupt gar nichts. Die schmecken halt. Die sind echt saftig, die Soße kommt richtig geil rein, so ein bisschen das Bier. Aber ich finde die geil. Also ich würde jetzt, ja, man könnte jetzt so vielleicht nur räuchern, aber nee, ich vermisse jetzt da keinen Rauchgeschmack. Also ich finde die mega so. So ein bisschen schon. Also ich bin echt überrascht. Guck mal, wie geil der Knochen weggeht. Also für manche ist es natürlich zu arg, fall of the bone. Manche sagen natürlich, die wollen mehr Biss. Könnt ihr ja machen, tut es in 1,5 Stunden raus. Ah, mega, mega. Jetzt müssen wir schnell machen, weil unsere Kinder kommen. Und wenn die mitkriegen, dass wir nicht alles wegessen, dann ist Ärger. Aber ich würde sagen, ihr macht es genauso nach. Probiert es aus. Ich bin voll begeistert von dem. Und drum würde ich sagen, macht's mit. Macht's nach, macht's besser. Und wenn ihr Bock habt, nochmal so ein geiles Rezept zum Sehen, dann müsst ihr uns abonnieren. Die Glocke dürft ihr nicht vergessen. Mhm. Und ihr könnt uns auch nur auf Instagram folgen. Schaltet nächste Woche am Donnerstag ein, wenn es um 18 Uhr wieder heißt Barbecue. Geht jetzt weiter essen, weil das ist nämlich echt lecker. 3 Stunden und solche Ribs in 3 Stunden Respekt.